Romantik ist erstmal eine Epoche, aber verbindet sich natürlich mit einem Lebensgefühl, das sich eingestellt hat, mit Empfindsamkeit, mit Melancholie, Sehnsucht, Bildern, Farben, einer sich verändernden Ästhetik. Wir machen uns jetzt auf zu unserer Reise zu den romantischen Orgeln hier im Elbe-Weser-Dreieck. Wir fahren nach Buxtehude, wo in St. Petri eine romantische Furtwängler-Orgel auf uns wartet. Ist ein Gefühl, das wirklich diese ganze Epoche prägt. Also die Frage nach dem Fühlen, dem, was empfinde ich, was sehe ich, wie wirkt das in mir, was löst das in mir aus, dass sich das auch in dem, was uns umgibt, widerspiegelt, ist, glaube ich, ein Zeichen der Romantik, dass man darauf so besonders achtet und dieses im Austausch sucht zwischen dem Ich, diesem sehr individuell werdenden Ich und der Welt, die um uns herum ist, die man mit emotionalen Augen wahrnimmt. So, nachdem wir die schöne Orgel in Buxtehude erlebt haben, sind wir jetzt auf dem Weg von Buxtehude nach Lilienthal im Teufelsmoor in der Nähe von Worpswede gelegen. Grasberg ist nicht weit, in die Klosterkirche St. Marien. Eine romantische Orgel hat ganz viele Farben. Sie hat dunkle Töne, sie hat weiche Töne, sie hat dynamische Möglichkeiten. Die Entwicklung des symphonischen Gedanken sehe ich da ganz stark und auch diese Ausprägung von Charakterstücken. Jawohl, ich komme jetzt aus Lilienthal und komme jetzt gleich hier am Dom in Verden. Eine romantische Orgel ist in der Lage, Stimmung wiederzugeben. Sie lässt neue Farben immer wieder entstehen, die sich wie Wellen entwickeln, aufbauen können. Sie hat auch ganz viel Weichheit, sehr viel von dieser Empfindung, dieses Gefühl, dass es so ein Klang, in den man sich reinlegen kann. Ja, ich habe jetzt schon eine schöne morgendliche Fahrt hier hinter mir über die Dörfer. Ist wunderbar. Also man sollte das einfach mal machen, loszufahren und diese Landschaft entdecken
und diese wunderbaren romantischen Instrumente.